Ja, damit ihr seht, dass das hier kein Bullshit ist, den ich euch erzähle. Ich habe euch jetzt mal mitgenommen in meinen neuen SQ8, weil den habe ich mir einfach mal gegönnt. Und wenn ihr auch euch gönnen wollt, dann müsst ihr einfach mal den Link in der Beschreibung anklicken. Da zeige ich euch, wie das geht. Heute nur 250 Euro anstelle der sonst 2500 Euro. Also richtig zuschlagen jetzt. Leute, das ist natürlich völliger Bullshit. Das ist gar nicht meine Karre, sondern die Karre von Marcel. Und fallt nicht auf den Scheiß rein. Ja, ist nicht mein Auto. Ja, ich habe dir nur einen Fuffi zugesteckt, dass ich mal kurz hier sitzen darf. Es ist mir ja schon fast peinlich, dass ich hier auf YouTube den Namen Business Mentor gewählt habe. Ich hatte ja keine Ahnung, was für ein Schwachsinn sich auf dieser Plattform sonst so zu dem Thema rumtreibt. Bei den ganzen Coaches, die Coaches coachen, wie sie anderen beibringen, besser Coaches zu coachen, da schaltet mein Gehirn irgendwann ab. Aber hey, Hauptsache Six-Figure Income pro Woche. Ganz easy, nebenbei, mit dem Smartphone, passiv. Mein ausdrücklicher Rat, glaub erstmal nichts, was du in den Werbeanzeigen vor meinen Videos oder sonst so auf Social Media siehst. Teure Autos, krasse Wohnungen oder ganze Privatjet-Studios lassen sich ganz einfach mieten. Jetzt sagst du vielleicht, nee, Gerald, ich habe die Umsätze gesehen, das ist wirklich alles legit. Okay, pass auf. Ich zeige dir auch mal meine Umsätze, die ich so mit Amazon Affiliate Links hier bei YouTube im letzten Jahr gemacht habe. Mein Kanal ist natürlich recht klein, aber ich finde, fast 3.800 Euro können sich schon sehen lassen. Ja gut, knapp 2.000 Euro kamen dadurch allein im Juli, als eines meiner Videos viral ging. Aber im Großen und Ganzen habe ich die Umsätze meinem Geld ist geil, ich bin geiler System zu verdanken, welches jetzt nur für ganz kurze, begrenzte Zeit in der Videobeschreibung kostenlos zu haben ist. Nein, Mann. Ich habe einfach die Amazon-Seite dupliziert und mit ein bisschen hier Rechtsklick-Element untersuchen herumgespielt, damit es so aussieht, als wären das echte Umsätze. Wenn ich mein tatsächliches Dashboard mal öffne, ja, dann sieht man, dass ich im gesamten letzten Jahr sage und schreibe 40 Cent mit den Links hier auf YouTube verdient habe. Das sind realistische Zahlen für die Größe von meinem Kanal und mit ein bisschen mehr technischem Aufwand, da haben wir ein bisschen was programmiert, ja, da kannst du genauso einfach auch Push-Notifications von angeblichen Zahlungsdienstleistern faken. Das sieht dann so aus, ja, wieder Umsatz gemacht, zack, wieder Umsatz gemacht, zack, wieder Umsatz gemacht. Naja, das geht die ganze Zeit dann so weiter. Alles nicht echt, alles fake. Wenn du überprüfen willst, ob ein Angebot wirklich seriös ist, dann lass dir Case Studies geben und kontaktiere einfach mal die aufgelisteten Testimonials. Können die Personen die Ergebnisse dann auch bestätigen oder waren die gar nicht in dem Workshop? Wenn die ganze Zeit immer von Umsätzen geredet wird, frag nach dem Return of Investment, der unterm Strich rauskommt und wie viel Zeit dafür aufgewendet werden muss. Wie passiv ist das Ganze dann wirklich? Für alle, die nach einem seriösen Weg suchen, passives Einkommen aufzubauen, ja, das gibt's auch, habe ich diese Videoserie hier aufgenommen. Und wenn dir meine Arbeit gefällt, freue ich mich, wenn du in Erwägung ziehst, meinen Kanal mit einem Sub zu unterstützen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Damit ihr mal seht, dass das halt kein Scheiß ist, den ich euch hier erzähle. Scheiße, ich weiß nicht mehr, wie das Auto heißt. SQ8.